mache mir schnell einen kleinen Rückblick über die Europameisterschaft und über meine Tipps. Mein erster Tipp, Portugal gegen Holland, war 1:1. Da bin ich eigentlich enttäuscht. Nicht über meinen Tipp, aber über die Holländer. Die waren total daneben die ganze Europameisterschaft. Dagegen, die Portugiesen haben mich sehr überrascht. Zweiten Tipp, Frankreich, Spanien. Ich habe gesagt, ich gehe ein Risiko ein, tippe auf die Franzosen, weil die das Spiel zuvor sehr schwach gespielt haben und dass man normalerweise nicht zweimal so schwach spielen kann. Und die Spanier habe ich ein bisschen müde gefunden. Ich habe 2:1 getippt, aber da muss ich ja wieder sagen, sehr enttäuschend die Franzosen, wieder einmal. Und trotzdem überrascht von den Spaniern, Ball laufen lassen, normal gewonnen, kein Problem. Tipps, Deutschland-Griechenland. Da war mein Tipp nicht schlecht. 3:0 für Deutschland. Es ging 4:2 aus. Normales Spiel, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Die Griechen haben gekämpft, aber natürlich, die Deutsche war in alle Belange überlegen. Also der Tipp war gut und die Mannschaft auch von Deutschland. Russland-Tschechien. 0:1 für Tschechien habe ich getippt. Das war total falsch. Warum? Ich habe etwas vergessen. Dass immer, ich sage immer, die Russen bei den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die ersten zwei Spiele sehr gut spielen und gewinnen auch. Und das habe ich vergessen. Und wegen dem habe ich dann getippt für die Tschechen. Aber die Russen haben gewonnen. Und wer kommt weiter? Nicht die Russen, aber die Tschechen kommen weiter. Das hat mich aber trotz allem überrascht. Für die Halbfinale möchte ich sagen, dass die vier besten Nationen da waren. Das erste Spiel ist Portugal gegen Spanien. Favorit natürlich die Spanier. Aber die Überraschungsmannschaft war Portugal. Und ich würde sagen, nach 90 Minuten hätte die Portugiesen geführt, wäre es normal gewesen. In der Verlängerung dann sind die Spanier überlegen gewesen, 2 Torschüsse rausgespielt, Elfmeterschießen gewonnen. Also muss man sagen, war trotzdem ein verdienter Sieg. Aber schmerzhaft gewesen. Das zweite Halbfinale, Italien-Deutschland, kein Problem. Die Deutschen sind Favorit. Die Italiener haben Verlängerung gespielt. 2 weniger Ruhepause gehabt, aber wer war die bessere Mannschaft? Italien. Und Italien hat ganz normal gewonnen, verdient gewonnen. Natürlich für die Deutschen eine sehr große Enttäuschung. Und ich glaube, dass heute ganz Deutschland weint. Aber die Italiener waren besser und jetzt freuen wir uns schon auf das Finale Italien-Spanien. Jetzt ein letzter Tipp, Finale, Italien, Spanien. Ich würde sagen, Elfmeterschießen. Und dann wird es sehr eng und sehr spannend. Aber ich bleibe treu in meiner Nation und sage, dass die Spanier Europameister werden.